Hallöchen von herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von BTD5. Es geht wieder weiter. Rang 65 mittlerweile. Ich habe ein bisschen gespielt gehabt. Einfach mal die ganzen normalen Ränge hier, ganze Medaillen noch holen. Hier habe ich, glaube ich, angefangen. Ne, wo habe ich angefangen? Keine Ahnung, auf jeden Fall überall hier noch Mittel und Leicht und Rückwärts. Und so weiter und so weiter. Und hier habe ich gerade noch ein paar Mittel und hier wollte ich Mittel weitermachen. Habe ich keinen Bock mehr gehabt. Auf jeden Fall muss ich eine ganze Menge an Medaillen holen, aber das dann halt irgendwann mal später. Ja, wir haben heute wieder einen neuen Tag. Ich habe 35 Münzen. Die werden wir erstmal ausgeben, weil, wie gesagt, ich habe ein paar Level gemacht gehabt. Machen wir große Blumensabotage, damit wir ein bisschen weniger Leben haben, und dann nehmen wir Startgeld mit dazu. Wir können auch beides machen. Naja, erstmal beides machen. Ich glaube, auf 8 muss ich das, kriege ich das hin, und dann muss ich halt die Meisterschaft freischalten. So, zack. Gut, gut, gut. So, wir haben wieder zwei neue Missionen haben wir heute, denn diese 4 Tage, 10 Stunden Mission, die wir letztes Mal hatten, gilt wirklich 4 Tage und 10 Stunden lang, gerade ob man sie geschafft hat. Man behält sie. Das finde ich ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ich würde die schon gerne wegmachen, weil wenn ich sie habe, dann habe ich sie fertig und fertig. Da müssen sie einen Pool aus Quests erstellen, wo man dann halt, Missionen bekommt. Wir haben zwei Missionen. Einmal Nagelsperren. Und das ist, glaube ich, der Mörser. Wir haben noch 10 Stunden dafür Zeit. Ich würde sagen, wir machen das erstmal mit den Nagelsperren. Dafür nehmen wir auch erstmal das Spezial, das mit den Nagelsperren mit. Das hatten wir irgendwann schon mal gekauft. Ne, doch nicht. War das davor gewesen, bevor ich das Spiel neu... Das ist ja auch doof. Echt, das ist schon so lange her? Habe ich da... Nein, ich habe da doch nicht neu angefangen, also bitte. Ich hatte das irgendwann mal gehabt. Und jetzt habe ich das nicht mehr, what the fuck. Okay, dann kaufen wir uns das einfach mal, würde ich sagen. Ups. Das hatte ich auf jeden Fall bei dem letzten Save gehabt. Und wahrscheinlich, als ich nur angefangen habe, aber kann ja auch nicht sein. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Egal, alle Nägel und Bälle lassen 50% mehr Bloons platzen. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Und die nehmen wir mit und werden definitiv hier. Lobby haben wir. Da werden wir auf Unplatzbar spielen, weil mir wurde gesagt, wenn wir Eier... Hier müssen wir wieder Eier suchen. Ja, 5 von 7 Stück. Wenn wir Eier bekommen, die über diesem... Also wenn ich jetzt 5 Eier bekomme durch Unplatzbar und 2 nur hierfür, werden die anderen 3 für den nächsten Schritt benutzt. Was hat denn noch einer geschrieben? Moment, ich gucke ganz kurz nach. Muss ich kurz das Video angucken. Bei den 2500 hat Fan 2 geschrieben, bei den 2500 Affendollar muss man schon 30 Eier sammeln. Also hier sind es 30. Und bei leichten Maps macht immer unplatzbar, weil auch immer, wenn man nur noch 3 Eier braucht und 5 bekommt, dann gehen die übrigen 2 direkt in die nächste Stufe mit rein. Ja, ich bin gespannt, was der Sonderpreis sein wird. Ich möchte mich ungern vom Ding spoilern lassen, von den Kommentaren. Wir machen einfach mal unplatzbar. Wir machen keine Schnellstrecke, denke ich. Ne, hier machen wir keine. Bei unplatzbar ungern Schnellstrecke. So, wir haben ja kostenlose Affen, ja. Wir haben einen super Affen, den will ich jetzt aber eigentlich ungern benutzen. Wir nehmen einfach mal den Magieraffen. Ja, ist auch beschissen hierfür. Bongaff ist auch beschissen dafür. Also eigentlich sind alle beschissen dafür. Wen nehmen wir denn? Das ist eine echt gute Frage. Ninja-Affe, der ist ein bisschen teuer, aber wir können ihn nehmen. Okay, nehmen wir den Ninja-Affen, alles klar. Ja, Nagelsperren, hier seht ihr schon, einen habe ich schon kostenlos bekommen. Die kann man, ich brauche sogar nicht mal mit Nagelfabriken setzen, weil ich durch die Nagelsperren dann theoretisch Runde für Runde bis 85, also 85 Nagelsperren kriege ich gratis. Jeder macht 15, weil normalerweise 10 und durch das neue Ding machen sie 50% mehr. Da würde ich allein schon über 1000 Bloons platzen lassen können, das ist kein Ding. Natürlich wirklich nur Bloons, also ich glaube, wenn ich die Moabs kaputt mache, dann gehen zwar Nagelsperren weg, allerdings werden die nicht zum Popcount gezählt. Das ist ja doof. Mal gucken, hier machen wir gleich mal eine hin. Scheiß drauf. So, spitze Shuriken. Ist ja spitze. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich erstmal ein paar, nee, nicht das, sondern hier, wo sind sie denn? Da sind sie, die Bananenplantagen. Die können wir unten rechts hinsetzen, oder, ne, unten rechts ist besser. Die können wir dafür gleich benutzen, um ein bisschen Geld zu bekommen.
um ein bisschen Geld zu bekommen. Okay. 100 Dollar noch. 100 Dollarchen. Ja, Spezialagenten haben wir jetzt auch einige schon. Ihr seht ja hier, ist theoretisch hätte ich auch mal Spezialagenten setzen können. Aber nö. So, Nummer 1. Setzen wir mal hier hin. Oh, ich hatte noch einen Affenbauer. Bananenbauer ist jetzt Profi-Bananenbauer. Der Bauer erntet Bananen benachbarter Farm und schießt die Schalen auf die Strecke, wo die Blunts zum Eingang zurück. Zurückrutschen? Rutschen, glaube ich, heißt das Wort. Ich sehe es nicht ganz. Ach nee, jetzt habe ich den schon 50 Mal benutzt. Ernsthaft? Oh, so eine Kacke aber auch. Vielleicht soll ich irgendwie mal ein bisschen stärkeres hier setzen. Doppelschuss vielleicht gleich mal. Die kommen schon ein bisschen weit durch die Gegner. Und auch sehr schnell. Okay, nächste Runde hier. Doppelschuss. Bam, 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 bam. Nicht mehr so einfach. So, nächste Bananenfabrik. Bananenplantage. Sehr schön, nächste kommen her hier. Ah, wir können auch einige hinsetzen. So, 21 Nagelsperren schon wieder, meine Güte, da kann man ja ordentlich Blumen platzen lassen. Das haben wir aber eigentlich schon gemacht, ne? Nein, das wollte ich doch so machen ohne euch. Merke ich gerade, mir fällt gerade auf, haben wir das nicht schon gemacht? Eigentlich wollte ich die Mission, die ich bereits gemacht habe, ohne euch machen. Aber egal, jetzt haben wir sie gemacht, fertig, aus. Jetzt machen wir die auch dafür, dass halt Eier und so sind. Dann können wir das ruhig mal machen. So, noch eine. Jetzt passt da unten leider, glaube ich, keine mehr hin. Oh mein Gott, ich bin so scheiße. Bam! 2. Also bam, okay, wunderbar. So eine Kacke aber auch. Ich meine, ja, alles in Ordnung. Was nehmen wir denn jetzt Schönes mit? Für die Blunts bräuchten wir durchaus noch einen Blend, mit Dings mit Blend. Och, jetzt werde ich aber irre. Oh, Batsch, 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 Batsch. Alles klar, jetzt kann er erstmal ein bisschen was aufploppen lassen, der Gute. Okay, okay. Ja, wir machen natürlich auch eine Mission hierfür. Deswegen nehme ich das auf, ne? Nur deswegen. Mann, Mann, Mann. Okay, wir brauchen auf jeden Fall unbedingt ein Affendörfchen. Oder wollen wir das wieder hier hinsetzen? Nein, wir setzen es nicht hin. Wir setzen es hier hin. Oh, setzen wir es wirklich hier hin? Ja, machen wir. Machen wir, machen wir. Passt da wirklich keiner mehr hin? Doch, da warst du einer hin. Hab's gesehen, da passt noch eine hin. Sehr schön. Wir haben 2 Affen bisher. Ja, 2 Affen. Richtig viele. Und hier brauche ich langsam mal Blumen zu. Es kommen ein bisschen viele Blumens, muss ich sagen. So müssen die langsam auf auch Nacht sich gerät, weil irgendwann kommt sicherlich noch Tarnlebblumens. Was ungünstig ist. Machen wir noch Affenfeste und noch einmal mehr platzen lassen. Und dann sollten wir. Na, spielen wir heute mal ein bisschen mit Ninja-Affen. Könnte ich auch Nagelfabriken nehmen, das ist ja auch möglich. Bam, bam, bam. Ja, so ein kleiner Scharfschütze ist schon was Tolles. Hier alle Leads immer zerstört werden. Das ist schön, das ist schön. Gut, dann nehmen wir noch einen Ninja-Affen mit Dings mit. Mit Blendgranate. Auf den stärksten. Bam, bam. Schön noch mit AOE. AOE ist dann ein bisschen höhere Range. Ein bisschen schneller Attack Speeden. Und jetzt, ja, sollte das eigentlich relativ einfach sein. Ich möchte die 5 Eier haben. Ich werde jetzt also wirklich bei jeder Mission immer versuchen, um Platz zu machen. Ich habe schon gesehen, auf welchen 2 anderen Missionen die Eier noch verstreut sind. Bei der einen kann ich euch jetzt schon sagen, kann ich um Platz nicht machen. Das ist noch ein bisschen zu heavy. Da bräuchte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spezialagenten und Affendollar und jede einzelne. Wir könnten es versuchen, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig. Aber das werden wir dann in den nächsten Folgen schon sehen. Oh, der hat noch nicht mal Ablenkung.
Tödliche Präzision. Ja, hier wollen wir noch Radarscanner machen später. Aber noch nicht jetzt. Ja, wir haben schon einen kostenlosen Superaffen, haben wir ja schon. Das könnte man dafür gut nutzen, aber das ist mir trotzdem echt zu heftig. Das werde ich nicht machen, diese Mission auf dem Platzbar. Das ist die große Kluft.